Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Paper Mario Stickers. Heute kommen wir zur Villa Mysteria. Ja, das mag jetzt noch nicht viel sein, aber wir gehen ja mal gerade rein. Und das ist eines der wahrscheinlich besten Level in diesem Spiel. Ich glaube auch, es war lang. Das weiß ich zwar nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war lang. Wir gehen ja best einfach rein und dann sehen wir das ja da. Vor allem halt hier so wie in Luigi's Mansion. Einfach mal kurz hier eine riesige Villa und da gehen wir halt rein und das ist ganz toll und so. Es kann gut sein, dass die Idee für dieses Level aus Luigi's Mansion kommt. Ich glaube, ich spoilere jetzt schon zu viel. Ach Quatsch, die Leute wissen schon, worum es hier geht. Wir müssen gleich sehen. Ich laufe gerade noch ein bisschen am Anfang hier rum, weil keiner irgendwas... Nee, hier ein Sticker ist, da ist nichts versteckt. Ah, sei gegrüßt, Master Mario. Ich frage mich halt, warum die Übersetzer an der Stelle jetzt mal nicht Meister hingeschrieben haben. Naja, was soll's, warum auch nicht. Passt vielleicht besser so. Wie beeindruckend, dass du die Kälte auf dem Weg hierher bezwungen hast. Ich bin der Verwalter dieses Hauses. Sicher bist du von der langen Reise erschöpft. Nichts würde mir mehr Freude bereiten, als dich einzuladen, die Annehmlichkeiten der Villa zu genießen. Doch bedauerlicherweise muss ich zugeben, dass solche Verhalten im Augenblick nicht möglich sind. Jemand hat eine schreckliche Untat verübt. Ein Buch wurde geöffnet. Oh, ja, Bücher. Ein schreckliches Buch, das schreckliche Dinge sich gebannt hielt. Viele schreckliche Dinge konnten entfliehen. Diese Dinge. Ja, sie sind so schrecklich, dass ich es nicht einfach wage, ihre schrecklichen Namen auszusprechen. Es würde mir genügen, wenn ich sage, dass es zu schrecklich war, mich in der Nähe dieses Schrecken aufzuhalten. Ich floh aus der Villa und ich weide seitdem an meinen derzeitigen Schandfleck. Ja, und in dieses Buch, in das Buhu-Bannbuch, kommen Buhus rein, der Name verrät. Master Mario, was du jetzt in den Händen hältst, ist jenes Buhu-Bannbuch, von dem ich sprach. Jenes ist eins das Gefängnis dieser schrecklichen Dinge, aber... Es ermutigt mich, dieses Buch in den fähigen Händen einer... solch edlen Person wie dir zu sehen. Wenn du es schaffst, anhand aller schrecklichen Dinge diesen Buch zu bannen und es zurück in den Keller zu bringen, dann und nur dann kann ich meinen Pflichten der Villa wieder aufnehmen und dir die königliche Behandlung zuteil werden lassen, die du verdienst. Master Mario, bitte erlaube mir, die beste der Totheit gekannte Gastfreundschaft zukommen zu lassen. Bitte banne all diese Schrecken. Ja, guten... Das ist so die Story halt. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Du möchtest, dass wir in diese Wälder des Horrors hineingehen, die schrecklichen Dinge bei. Komm, Kirsty. Jeder, der lesen kann, hat gerade aufgepasst, was da steht. Jeder in der Welt, der lesen kann, hat gerade gelesen, worum es geht. Du brauchst keine Zusammenfassung von dir. Nein, wir gehen rein, Kirsty. Sehr ruhig. Wir übernehmen jetzt die Arbeit von Luigi. Wir fangen Geister. Ohne Schreck weg. Mit bloßen Händen. Wie auch immer das funktionieren soll. Wie hat die Villa keine Musik? Okay. Also, um mal ein bisschen über das Kapitel hier zu reden. Ich habe mit vielen Leuten schon oft über Paper Mario Stickers da geredet. Allein schon deswegen, weil das Spiel stark diskutiert ist. Kann man das so nennen? Es gibt viele Meinungen über Stickers da. Meine zum Beispiel ist halt, dass ich das Spiel ziemlich gut eigentlich finde. So, im Nachhinein nochmal durchgespielt. Auf jeden Fall, viele Leute... die das Spiel relativ gut finden, haben zum Beispiel mit mir darüber geredet, dass dieses eine Level hier, diese Buhu-Menschen, dass diese Villa hier ein einzelnes Kapitel hätte sein können. Ja, sie geht nicht auf. Ja, ja, klar. Also vielleicht kann ich die ja papierisieren. Weil viele Leute glauben, also ich weiß nicht, ob es viele glauben, aber einige glauben, dass dieses Level hier gedacht war, ein ganzes einzelnes Kapitel zu werden. Potenzial dazu hätte es sicherlich gehabt. Einen Haufen Buhus fangen, daneben das Buch sperren, eine halbwegs interessante Story eben. Das hätte schon ein Kapitel werden können, das stimmt schon. Das wäre so in der Form von Paper Mario 1 Kapitel gewesen. Ich meine, Paper Mario 1 bestand ja daraus, dass man einzelne Orte im Spiel hatte, die Probleme hatte und Mario löste eben diese Probleme. Also eine Story in einem Kapitel. Und wir haben eine Zwischensequenz. Ja, also bitte, das passt jetzt ja mal gar nicht zu Mario. Können wir gerade mal Mario durch Luigi austauschen? Dann passt das gerade hier besser. Das ist mehr so ein... Das hier ist gerade mehr oder weniger eher so eine Luigi's Menschen-Szene. Ja. Wie gesagt, das ist gerade mehr oder weniger eigentlich so eine Luigi's Mansion-Szene. Das passt eigentlich nicht so wirklich in das Mario-Konzept, dass sich Mario an einem Geist erschreckt, an einem Buhu und dann... Ja, also das ist eher so... Man müsste an der Stelle gerade Mario durch Luigi austauschen. Hey, warum das eben diese schrecklichen Dinge? Für mich sahen die ja eher lustig als schrecklich aus, aber naja. Aber eins ist mal sicher, die können sich ja verstecken wie kein anderer. Vielleicht sind sie ja auch nur schüchtern oder so. Wie auch immer, wir müssen sie alle finden und bannen. Ja, kriegen wir hin. Ah, jetzt kommt die Musik. Okay, war schon...
mehr oder weniger schon etwas besorgt, wo die Musik denn hingegangen wäre. Komme ich da drauf? Ne, komme ich nicht. Egal, wir sind jetzt da wieder dran, Zeit Behufs zu jagen. Da hinten ist auch schon, glaube ich, einer, oder das ist eine Maus. Ah, ne, das ist eine Maus. Gegen die können wir kämpfen. Vielleicht müssen wir das sogar, ich weiß nicht. Ist nur eine. Ah, das klatschen wir mal drauf. Oh, die hat nur 10 KP. Das war vielleicht jetzt ein leichter Overkill. Ja, meinetwegen. Meinetwegen. Es kann auch unter anderem gut sein, dass ich diese Folge, dieses eine Level nicht beenden kann. Weil das ist ein langes Level. Aber wir können den... Wir nehmen mal den Ofen mit. Den brauchen die Typen hier sicherlich nicht. Wer will denn schon Essen im Ofen machen? Das... Ja, nee. Der Tod kriegt das auch ohne Ofen hin. Ich meine, nimmt ein bisschen Feuerholz. Ein kleines Streichholz. Und dann macht er so ein Feuerchen und dann passt das schon. Ich meine, geht auch so. Hat man gerade im Hintergrund mein Handy gehört? Ich glaube schon. Ich muss mir endlich mal angewöhnen, dieses dumme Ding lautlos zu stellen, wenn ich aufnehme. Weil ich meine, ich bin halt in irgendwelchen dämlichen WhatsApp-Gruppen drin, wegen Arbeiten sowas. Und dann schreiben Leute was rein und keine Ahnung was und dann hört man das halt schlimm. Gerade sonntags. Dann solche Sachen wie von wegen, ja du, ey, ich schicke mir Hausaufgaben, ey, yo, hab's nicht, yo, man, türkisch. Also, nee, warte, das sollte gerade keine Beleidigung sein, ich bin ruhig. Auf jeden Fall, prinzipielles Prinzip vom Level. Wir jagen Buhus, wir bekämpfen sie und dann kommen sie in das Buch hier rein. Wir machen aus Papier noch mehr Papier. Fast schon paradox. Wir machen aus etwas Papier, was eh schon Papier ist, in einer Papierwelt. Ja, so wollte man sich über dieses Spiel lustig machen. Vielleicht kommt ja auch die Idee von Mario Luigi Paper Jam. Vielleicht kommt diese Idee ja gerade aus diesem Spiel. Weil man hier dieses Buch hat mit den Buhus und dann nimmt man sich hier eine Buhu und... Ja, und dann tut man diesen Buhu in ein Buch, das für Papier ist und ich denke, man kann meinem Gedankengang so ein bisschen folgen. Naja. Auf jeden Fall, ja, so ein Level aller Luigi's Menschen, Geisterjagen und so. Ich glaube, in dem Raum könnten noch mehr Geister sein, aber ich finde gerade keine mehr, also gehe ich weiter. Und da ist ja schon eine. Ich frage mich nur, wie ich den kriege. Oh, die Musik. Oh, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn, okay. Ich habe ihn nicht gesehen, aber da ist er auf jeden Fall. So, die Buhus haben 18 Kaffee. Ich glaube, ein einfacher Glitzersprung sollte ausreichen. Jupp, reicht aus. Ist sogar ein bisschen zu viel. Und wir haben einen Buhu mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele von den Buhus es hier gibt. Es gibt auf jeden Fall einige. Die Villa ist nämlich auch gar nicht klein. Die Villa hat so die Größe von einer Villa in Luigi's Mansion 2, falls man damit was anfangen kann von dem großen Verhältnis her. Weiß ja nicht, einige Leute können sicher was mit diesem großen Verhältnis anfangen. Ich glaube, man konnte hier irgendwas papierisieren. Nee, konnte man dann doch nicht. Okay, ich bin ruhig. Gehen wir mal da links rein. Falls das jetzt schon geht. Ja, geht. Okay. Ah, da oben sind Spinnenweben. Das Ganze ist aber Luigi's Mansion 2 hier. Luigi's Mansion 2 mit Paper Mario. Da draußen ist ein Buhu. Komme ich denn da dran? Und da hängt irgendwas oben drin. Was das ist, weiß ich auch nicht so genau. Kann ich das abziehen? Nee. Achso, ich kann es abschlagen. Mit dem Hammer. Ich habe einen Villa-Safe. Oh, ich weiß sogar, wo der hinkommt. Sonst gibt es hier nichts. Oh, ich bin gerade so richtig. Ich habe vor kurzem Luigi's Mansion 2 gespielt. Ich will unter anderem auch ein Let's Play, ein Review dazu machen, unter anderem. Und ich bin gerade noch richtig in dem Luigi's Mansion Feeling mit dieser Villa gerade. Ich würde ganz gerne, es mit dem Staubsauger da hochgehen, die Spinnennetze wegsaugen, da oben an den Lampen rumsaugen und mit der Düsterlampe, die es da gibt, würde ich ganz gerne hier, der Finsterlampe, was auch immer, würde ich ganz gerne hier da dieses Ding ableuchten. Und den Vorhang würde ich gerne mit dem Staubsauger wegziehen. Das ist so viel, das ist so viele Erinnerungen von Luigi's Mansion 2, ja, schlimm. Ja, also, immerhin, also, das muss man an der Stelle wirklich sagen. Paper Mario Sticker Star war ein sehr kreatives Spiel, was Ideen und Level-Themen anging, wenn ich ehrlich bin. Weil, ich weiß nicht, die Luigi's Mansion Stage, man kann es wirklich so schon fast nennen, das ist an sich schon eine nette Idee. So, der Safe müsste, glaube ich, hier hinkommen. Oder doch nicht. Hey, irgendwo hier kommt der doch hin, oder nicht? Ne, was kann man da bitte links hin platzieren?
Ich nehme mal einen Hammer, weil ich die eh nicht brauche. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Oh, da ist ein Block gespawnt. Ach so, das ist über der Blume da. Ach so, okay. Gut, okay, gut, gut. Das, ja, okay. Gut. So viel dazu. Ich dachte, der Safe kommt hier hin. Dann kommt der Safe woanders hin. Das ist auch okay. Ah, jetzt, wo ich dieses Level gerade wieder so richtig, spiele, muss ich wirklich sagen, ich weiß gar nicht, ich kann mir gerade wirklich nicht vorstellen, wieso so viele Leute was gegen Paper Mario Sticker Star haben. Klar, Sticker Star hat, ist nicht unbedingt so das beste Kampfsystem, die Sticker sind schon teilweise ein bisschen blöd, aber das Spiel an sich, der Jump One Time und sowas, was Paper Mario an sich auch immer gut macht, ist ziemlich gut. Also, ich meine, ah, das ist schon kreativ, sieht gut aus und so. Ah, stimmt, genau, da konnte ich jetzt kaputt schlagen. Man findet hier auch viel einfacher Dinge in diesem Level, wenn man einfach an Luigi's Mansion 2 mittlerweile gewöhnt ist. Man denkt sich einfach so, da ist ein Fenster. Ich habe jetzt zwar keinen Staubsauger, aber ich habe einen Hammer. Schlag ihn mal dagegen, vielleicht passiert ja was. Stopp, nee, das will ich nicht machen. Ich glaube, normale Sprünge habe ich eh nicht, oder? Also, weil da brauche ich wohl keine Gedanken darum machen. Ich glaube, ich habe eh nur Glitzersprünge, also muss ich eh die verschwenden. Und dreimal die ins Buch. Also nochmal kurz zu der Paper Jam Geschichte. Es kommt ja bald Mario durch die Paper Jam raus, was ich unter anderem auch displayen möchte. Und deswegen muss dieses Display bis dahin fertig werden, was auf jeden Fall passieren wird. Also das wird sich nicht so lange ziehen. Jedenfalls will ich Paper Jam ja auch noch displayen und ja, das also sofort natürlich ins Rauskommen. Ich meine, Paper Mario und Luigi mit Paper Mario, das muss sofort displayed werden. Egal wie viele andere es auch machen, ich mach's auch. Und dieses Buch, da gibt es ja auch irgendwie so ein Buch, hat man an den Logos ja schon gesehen, da gibt es keine Mäuse, aber halt dieses Buch und vielleicht kommt die Idee davon, irgendwas in der und wow. Das sind viele Mäuse. Wie werde ich mit euch fertig? Ich will ja so einen perfekten Sieg haben, der halt eben richtig perfekt ist und so. Ich probiere mal so einen Color-Seriensprung. Nettes Teil. Problem ist nur, dass die hintere Maus noch lebt. Ja, das war jetzt Verschwendung dritten Grades. Dritten Grades, weil ich halt eben ein Color verschwendet habe. Und Color ist halt eben so dritte Klasse, weil Glitzer nach Color. Man versteht vielleicht. Egal. Ja, gewonnen. Kann das sein, dass jeder Safe hinkommt? Ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Nip, der Safe kommt nicht hierhin. Würde von der Form zwar passen, aber er kommt nicht hierhin. Dann gehen wir mal gerade in die Tür da rein. Vielleicht geht das ja. Oh ja, und wie behutsam er durch die Türen geht, weil er weiß, es könnte ein Geist lauern. In dem Raum war gerade wenig drin. Ah, hier sehen wir eine Winterwelt. Weiß nicht. Können wir hier irgendwas machen? Na, Notfall papierisieren, aber selbst das bringt nichts. Dieser Buhu macht sich über mich lustig. Na, das werde ich ihm austreiben, sobald ich das mal kann. Ich glaube, ich könnte diese Tür hier abziehen. Jupp, genau, ich kann die Tür abziehen. Die Tür kommt woanders hin. Dieses Level spielt unter anderem sehr viel mit dieser Papierisieren-Mechanik herum. Wir werden sehr oft papierisieren und wieder entpapierisieren. Zum Beispiel da oben ist ein Unendlich-Schwung. Den will ich unter anderem haben, um Bowser am Ende zu besiegen. Und den muss ich jetzt abziehen. Und das muss ich wieder papierisieren, um, ich glaube, die Tür anzubringen. Zumindest glaube ich das. Ja, genau, ist richtig. Hier kommt das hier die Tür hin, dann komme ich hinter zu dem Buhu, der da gerade, halt eben hinter dem Glas war. Ich habe auch schon wieder gerade dieses unschöne Gefühl, dass ich irgendwas sagen wollte und es vergessen habe zu erwähnen irgendwo. Schlimm. Der da hinten ist der Buhu, er versteckt sich gerade, hat Angst vor mir. Will ich irgendwas machen noch hier? Ne, ich glaube, das war so ziemlich, in den Buhu da hinten holen. Und ein Angriff. Fast schon unfair, der Buhu hatte Angst vor mir, trotzdem grabe ich ihn an. Ich würde jetzt mal Hüft pushen. Oder nee, lieber doch nicht. Weiter mit Sprüngen. Oh, exzellent. Ich sehe auch gerade, ich habe relativ viel Geld. Na, wobei, 1900 ist das viel, ich weiß es nicht. Und drei mit ihr. Schön, dass wir nun mit dem Wintergarten fertig sind. Heißt das Wintergarten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es heißt Wintergarten.
Also genau, stimmt, darf ich nicht vergessen. Ich sollte jetzt den Color-Sticker noch holen. Und deswegen steht auch diese eine, naja, nennt man es Vorrichtung? Ne, stopp, nicht das. Naja, klar. Deswegen steht diese eine Vorrichtung da gerade herum, in dem Raum hier. Also man sieht ja hier, dass so ein Stühlchen, darum steht ein Hocker. Wenn es ein Hocker ist. Und der steht extra da, damit man dann da drauf springen kann und den Endlich-Sticker abziehen kann. Die Color-Sticker, die Endlos-Sprünge, sind bei immer Color, glaube ich. Es gibt halt die Dinger noch in größeren Varianten, also von der Größe vom Sticker halt her. Dann kann man damit, glaube ich, mehr Schaden machen oder der springt einfach länger, ich weiß es gerade nicht. Die sind halt so aufgebaut, die Color, diese Endlos-Sprünge, dass man halt wirklich unendlich lang springen kann. Ich glaube, 100 ist das Maximum und dann ist er halt weg. Das ist halt so wirklich der totale Overkill, solange der Gegner keinen Stachel hat. Hat der Gegner einen Stachel, dann sollte man wohl eher mit so einem anderen Ding dazu kommen. Also es gibt irgendwelche Items noch, es gibt noch irgendwelche Sticker, die wie so ein Stachelschild funktionieren. Hab nur gerade vergessen, wie die Dinger heißen. Ich würde es mal gerade einen Hammer, mit denen kann ich weniger anfangen. Schön, die haben eine Maus besiegt. Das sind doch irgendwie so die einzigen Gegner, die man in dem Level hier treffen wird, Mäuse. Ist das wirklich alles, was man hier hinten findet? Es gibt hier wirklich nur diese Maus? Ich will das ja nicht glauben, aber gut, glauben wir es mal. Ganz behutsam durch die Tür. Mario nimmt sich ein Beispiel an Luigi. Ja, ich weiß wirklich nicht, hätte ich Luigi's Mansion 2 das planen sollen? Ich hab's lieber privat durchgespielt. Keine Ahnung, woher dieser Entschluss kam. Ich hab's einfach gemacht. Ansehen. Die goldene Serie der Berufsbiografien. 554. Edition. 30 Jahre Sicherheit im Schnee. Ein einsamer Lift in den Bergen. Ein Berufslift war, der sich durch. Okay, das Wort kenne ich nicht mal. Um die Sicherheit von Skifahrern und Touristen kümmerte. Selbst an verschneitesten Tagen stand dieser heldenhafte Liftbetreiber auf der Plattform. Er sah persönlich zu, wie die Gäste im verschneiten Himmel verschwanden und sorgte so für ihre Sicherheit. 30 Jahre lang liebte er diesen Lift. Aber noch mehr als diesen liebte er die Sicherheit. Im Ruhestand trug er sich mit seinem Diener in eine heimische Villa zurück, um den Lebensabend zu genießen. Nun, da der Lift seine Stimmschaft des Bollwerk der Sicherheit verloren hat, ist jegliches Leben aus ihm gewichen. In der nächsten Ausgabe Sticker verkaufen wie die Profis. Also, klar, bezieht sich auf diese Villa, für die, die sich das fragen. Klemmerhorn-Lift-Handbuch. Also, ja, also das beschreibt den Lift gerade nochmal. Man kann auf dem Lift halt Tiere, keine Ahnung, was sei, das ist nicht so wichtig. Kann ich irgendwas hier abziehen? Ne, okay, kann man nichts abziehen. Geh mal da rein, was da dran ist. Wobei, ich glaube, da war ich schon, oder? Stimmt, ich glaube, hier war das, wo ich die Tür weggenommen habe. Ah, ne, doch nicht. Ah, nehmen wir das hier, ist ganz irrwitzig. Man nimmt sich einfach das hier. Und ich glaube, man klebt jetzt entweder den Safe oder die Tür oder das Ding gleich schon wieder drauf. Aber ich glaube, dass der Safe hier jetzt hinkommt. Ich glaube, man klebt den Safe hier hin. Ja, man klebt den Safe hier hin. Das passt so optisch nicht ganz hier, aber jetzt passt es dann doch. Macht man ihn auf und ich glaube, Buhus sind drin. Ah, ein goldener Buhu. Uiui, warum ist der golden? Gibt der irgendwie Geld oder so? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal einen Glitzerhelf pushen. Vielleicht war der golden, weil er mit Gold Berührung kam mit diesem Safe halt eben. Naja, keine Ahnung. Oh, er gibt Geld. Oh ja, noch mehr Geld. Oh, mein Lieblingsbuch, er gibt Geld. Yay. Aber das war so ziemlich alles. Da war es in dem Safe, sonst nichts drin. Ist ja fast schon tragisch. Ein Safe, in dem nichts drin ist. Moment, in diesem Mülleimer war gerade nichts anderes drin, außer einfach Papier. Ich hätte wetten können, da war ein zerknüllter Buhu drin. Ganz merkwürdig. Wie kann man doch sicher irgendwas nur papierisieren? Oder doch nicht? Komisch. Ich hätte wetten können, dass es irgendwo zerknüllte Buhus gab, die aufspringen, sobald man den Mülleimer umhaut. Anscheinend doch nicht. Naja, die Erinnerung trübt. Auf jeden Fall, hier kommt dann jetzt dieser Schrank hin, damit wir den Color-Endlos-Sprung kriegen da. Soweit ich gerade das noch weiß, bekam man zwei Stück in diesem Ding. Aber ich weiß nicht mehr genau. Kann auch sein, dass es mehr sind. Aber wie gesagt, diese Color-Endlos-Sprünge sind ziemlich praktisch. Sollte man sich für den finalen Boss im Spiel aufheben oder einfach für irgendwelche Bosse. Weil, hallo Tacke. Ja, weil diese Endlos-Sprünge sind schon ganz toll, machen halt viel Schaden, wenn man das richtig hinkriegt.
Dab, dab, da, der Tacker macht Schaden. Wobei, ich glaube, der Tacker tut einfach nur den Gegner festtackern, so wie das der das Klebeband tut. Oh mein Gott! Luigi's Menschen! Zwei fliegende Dinge. Achso, ja, Bücher. Wir könnten die Bücher alle durchlesen, aber. Na, jetzt nicht. Achso, das muss ich abziehen, okay. So, auf den Kram springe ich drauf und dann geht's höher. Ich weiß nur gerade nicht genau, was hier war. Ach genau, man konnte das Licht ausmachen. Dann sieht man die Behus hier. Muss ich die jetzt anspringen oder wie? Oder was mache ich hier? Ah ja, ich springe einen an, dann greifen die anderen anscheinend. Alle drei auf einmal? Oh, alle drei auf einmal. Das wird ein harter Kampf. Die haben viel KP, 54. Das ist nicht ohne hier. Was ich ja machen könnte. Was ich machen könnte, wenn ich den nötigen Sticker hätte. Was ich nicht mehr habe. Ja gut, dann halt nicht. Ich wollte den Ghetto Blaster benutzen, um meinen Angriff zu verdoppeln. Oder was auch immer das macht. Oder halt einfach nur erhöhen. Und dann wollte ich... Also heilige 10 KP Schaden machen die. Oder weniger. Was auch immer. Und dann wollte ich mit einem Seriensprung auf die drauf springen. Aber da ich keinen Seriensprung mehr habe, kann ich das vergessen. Werde ich die Boots halt langsam töten müssen. Und nebenbei auch verdammt viel KP für die, weil die viel Schaden machen. Aber gut, irgendwann hat man auch mal alle Boots besiegt. Wie, ich krieg kein Geld dafür? Wie gemein. Na gut, wer erledigt. Es ist ein schönes Kapitel, das muss man etwas hinzufügen an der Stelle. Man kann es fast nicht genug sagen. So, was gibt's denn hier? Ich glaube, das ist aber nur eine Villatür. Okay, wo kommt denn die hin? Kommt die zufälligerweise schon hier hin? Wäre ziemlich witzlos, wenn die direkt hier hinkommen würde. Nep, kommt auch nicht hier hin. Wäre auch sehr witzlos gewesen, aber habe ich schon was für diesen Punkt? Mal kurz gucken, habe ich schon was für hier? Ne, ich habe noch nichts für hier. Na dann, keine Ahnung. Dann habe ich eigentlich mal alles, was ich in diesem Raum machen kann. Mal gucken, wo es allerdings hingeht. Ich glaube, das führt in die Eingangshalle. Ich hab in die Eingangshalle. In den ersten Stock möchte ich noch nicht gehen. Ich laufe mal erstmal weiter unten lang. Da. Sehr schön. Schön, dass ihr weiterkommt. Kann ich eigentlich hier auch Sicht ausmachen? Nee, kann ich nicht. Ich könnte schwören, dass wir hier irgendwo links auch abbiegen können, aber na, anscheinend doch nicht. So, und hier gibt es einen glitzernden Sticker. Jetzt dreht ja mal kurz die Kamera um. Wahrscheinlich aber nur aus irgendwelchen anderen Gründen, die wir gerade nicht verstehen. Mehr Kram für uns zum Kämpfen, für den Fall, dass wir gleich wieder Behus begegnen. Und ich glaube, hier kommt auch schon der nächste Behu. Genau, hier wird von den Mäusen drangsaliert. Oder nein, sie warten darauf, dass ich komme und dann greifen sie mich alle an. Das wird mir langsam zu blöd, ich hätte gerne wieder einen Seriensprung. Der Glitzer Hochhammer, nee, das war nicht das, was ich wollte. Vielleicht kann der Wurfhammer da was machen, ich probiere das mal gerade aus. Jupp, aber ich krieg die hinteren... Oh, der Buch hat nur ein KP, glaube ich. Oh nein! Nee, stopp, nee. Du rennst mir jetzt aber nicht weg mit meinem Kram, den will ich behalten. Oh nein, was mache ich jetzt? Ich habe nichts zum Angreifen von zwei Leuten. Na gut, nicht als würde ich diesen Sticker brauchen. Oh, guck mal, der dreht den Sticker sogar um, dass ich nicht weiß, was da drauf ist. Ich habe keinen Wurfhammer mehr. Na gut, dann drehen wir das Rad. Verschmelzen das Rad und benutzen das Rad. Und kriegen einen Powerblock, aber ich glaube, der macht nicht viel Schaden. Oh, wir haben jetzt sogar drei im Kommandos. Die Maus ist zerknittert. Lässt sogar den Kram fallen, den es mir geklaut hat. Was hat ihr mir die Maus eigentlich geklaut? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwas Schlechtes, was ich eh nicht brauchen werde. Ja, zwei Hammer, komm. Ich brauche schon Hammer. Niemand braucht Hammer. Keiner mag keiner vor allem. Ja, ich bin bereit, komm. Wow. Gut, so viel dazu. Ah, okay, gut. Okay, ich bin durch. Gott sei Dank. Ah, der hätte der Hammer auch gereicht, um beide zu töten, ohne irgendwelche Extra-Kommandos, weil der Hammer ja auch ein Erdbeben macht. Na gut, okay, muss ich mir merken. Hammer richtig einsetzen, ist gleich Erdbeben. Könnte man das hier nicht abziehen? Das sieht sehr abziehverdächtig aus. Okay, doch nicht.
Dass hier wirklich nichts mehr ist, das kann ich gar nicht so richtig glauben. Na gut, gehen wir die Treppe hoch. Weil hier ist ein Block. Aber da ist Fluma. Als würde ich Eisblumen brauchen und einem Eislevel. Na ja, gut, ein Eislevel ist das jetzt halt nicht mehr, aber vom Prinzip. Oh, guck mal, da kommt eine Tür hin. Schön, dass wir eine Tür haben. Und wir haben hier Türen. Bin immer gespannt, was sich dahinter versteckt. Ich glaube, hinter solchen Dingen es sind aber entweder nur ein Haufen Geld oder ein toller Sticker oder mal ein Dings-Sticker. Ja, aber da ganz einfach nur ein Dings, das man später zum Sticker machen kann. Huch. Sind wir etwa in Stickershofen? Oh ja, wir sind in Stickershofen. Oh. Das ist jetzt nicht unbedingt toll, aber durchaus interessant. Okay. Hier kann man sich ja ewig Sticker farmen. Einfach raus und rein, raus und rein. Ich glaube, ich habe irgendwann schon mal angemerkt, dass es sinnlos ist, sich normale Sticker zu kaufen, weil man einfach ein Level reingehen kann und wieder raus und wieder reingehen kann. Sticker kaufen ist wirklich sausinnlos. Einfach wieder rein und rausgehen. Die einzigen Sticker, die nicht wieder auftauchen, sind die Color-Sticker. Für die muss man immer was Spezielles machen und die kommen noch nicht wieder nach. Das ist aber auch die Ausnahme. Alle anderen Sticker kommen wieder nach, sobald man irgendwas macht. Die Gegner unter anderem aber leider auch. Das heißt, ich werde wieder kämpfen müssen hier. Ja gut, ich könnte einfach abhauen. Was ich nebenbei jetzt auch wieder mache. Warum kämpfen? Ohne Witz, warum kämpfen? Ich verliere nichts, wenn ich abhaue. Und ich muss unter anderem auch nicht kämpfen, weil ich eh keine Erfahrungspunkte von diesen läppischen Gegnern brauche. Weil es keine gibt und Geld kriege ich von denen genauso wenig. Hier zu kämpfen lohnt sich einfach nicht. Hier gibt es glaube ich auch nichts mehr zu tun. Das heißt, wir gehen mal in den ersten Stock. Ich glaube, sobald ich im ersten Stock war, kann ich auch in der Küche, in dem Speisesaal was machen. Ich könnte mal die KP da hinten aufheilen gehen und ein paar mehr Sticker abgreifen. Ja, da, so ein Sprungsticker. Kann man ja mal mitnehmen. Schön. Sehr schön. Ah, da oben ist ein Toad. Das ist hier bei den Gemälde, das man mitnehmen kann. An die Stelle kommt auch, glaube ich, die Tür, die wir haben. Also dann ziehen wir den Toad ab. Das Gemälde. Hat halt eine ähnliche Form wie die Tür da, deswegen kann man es... Na, ich glaube, die gleiche Form wie eine Tür. Und deswegen kann man die Tür auch hinpflanzen. Was auch immer für ein Raum dahinter. Ich glaube, da hinten komme ich dann in den Speichensaal. Oder Esssaal, die Küche, was auch immer, wie man es nennen möchte. Aber mehr Hüftpushen. So viel Hüftpushen. Wie war das? Sonst war ja nichts im ersten Stock. Ich dachte, hier wäre noch Kram. Habe ich mich etwa geirrt? Ist der erste Stock so klein? Hier ist doch sicher irgendwo eine Tür, anscheinend doch nicht, okay. Ist die vielleicht schon vorbei? Nee, Quatsch, kann doch gar nicht sein, dass die wieder schon vorbei ist. Naja, gut, auf jeden Fall können wir jetzt hier Dinge tun. Gegen ein paar Fenster hauen, was eh nichts bringt, weil in den Fenstern nichts drin ist. Achso, hier hinten ging es dann weiter in andere Räume hinein. Verstehe. Außerdem können wir, glaube ich, auch die, wir können die, die Teppiche umdrehen und dann dadurch, eventuell einen Sticker erhalten. War nicht irgendwo auch ein Buhu? Anscheinend nicht. Okay, ich denke, ich gehe mal zuerst durch die rote Tür. Oder ich laufe gerade nochmal hier lang, weil ich gerade lustig bin. Kann der da runterspringen? Nee, doch, kann man. Ja, anscheinend kann man doch runterspringen. Das ist kein Problem, dann gehe ich halt nochmal hoch. Ja, ist halt eigentlich. Ist ja wirklich kein Problem, man kann ja wieder hochgehen. Ich hatte schon Angst, dass die Villa wirklich so kurz wäre, aber Gott sei Dank, sie ist ein bisschen länger. Naja, ist auch gut so. Ah, guck mal, da ist noch ein Sticker, den habe ich ganz übersehen. Nochmal mehr Hüftpushen. Mehr Hüftpushen. Ich glaube hier. Achso, hier fällt er aber runter. Hier muss ich mal großartig springen. Kann man dann die, den Kuchen kann man nehmen? Das ist Sticker. Okay. Das ist ein Dings, okay. Und das ist es schon. Hier ist wirklich nichts. Man muss doch irgendwie da oben noch den, ich schmeiß mal gerade Hüftpushen da rein. Man muss doch da oben irgendwie noch das Licht ausmachen können, damit da wieder Geister auftauchen. Also die Bewusst tauchen halt wirklich nur dann auf, wenn man... Natürlich kriege ich einen Hammer.
Man kann die Buhus anscheinend wirklich nur auftauchen lassen, indem man überall das Licht ausmacht. Nur ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkomme. Oh. Ach so, hier ist einfach ein Sticker versteckt gewesen. Vielleicht kann ich ja von hier da oben drauf springen und dann... Na, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was ich tun kann. Ich nehme mal gerade den Sprungsticker noch mit. Was ein bisschen doof am Level teilweise ist, ist halt, dass man wirklich dass die Kamera hier nicht mit nach hinten geht. Das heißt, dass man einfach durchlaufen muss und wenig machen kann von Sehen her. Schöne Töpfe. Ja, hier ist sonst nichts. Man wird halt irgendwie da oben noch das Licht ausmachen können, aber ich weiß gerade nicht, wie das funktionieren soll. Naja, vielleicht finden wir es ja gleich raus. Indem wir aber dann mal nach oben gehen. Da. Also, wie stelle ich das an? Ich will da das Licht ausmachen. Vielleicht von hier gucken und einen Sticker drauf machen. Nein, nichts derartiges. Irgendwie macht man das. Ich weiß noch nicht wie. Komplett daneben gesprungen, wunderbar. Wobei ich aber auch nicht wüsste, was es mir bringen würde, da jetzt drauf zu springen. Ich denke, ich spiele das Level immer gerade weiter. Es ist definitiv sicher, dass in diesem Raum irgendwo noch ein Buhu ist, aber ja, ich weiß ja gerade nicht, wie ich das anstelle, also insofern einfach mal weitermachen. Einfach weitermachen, nicht groß stehen bleiben. Man braucht ja nicht unbedingt überall stehen bleiben. Auf der Straße, wenn jemand verprügelt wird und ihr einschreiten könnt, dann solltet ihr aber nicht weiterlaufen. Dann heißt es Aktion zeigen, dann müsst ihr einschreiten. Helft Leuten, die am Boden liegen. Lasst andere nicht noch weiter drauf einschlagen. Nur so am Rande. Irgendwo muss das Video hier auch lehrreich sein. So, okay. In den Raum erinnere ich mich sogar noch sehr gut, weil was Tolles hier passieren wird. Ja, unter anderem ist hier ein Buhu. Das ist aber nicht der einzige Buhu in diesem Raum, aber ich spoilere schon. Ich denke, man kann jetzt sogar schon sehen, wo die Buhus sind, aber ich bin mal ruhig. Man wird es ja gleich sehen. Für die, die das Spiel nie gespielt haben und das nur alles nur das Space kennen oder gar nicht kennen, gleich kommt was Tolles. Was richtig Tolles. Etwas, woran sich viele Spiele ein Beispiel nehmen sollten und es nun nicht nachmachen sollten, aber ähnlich tolles Zeug drin haben sollten. Und so, hier sind ein Haufen Buhus. Das heißt, das ist einfach schön. Ist ein riesiger Buhu-Stapel mit relativ viel KP halt. Hier zum Beispiel könnte man mal einen Kolorsprung benutzen, aber ich lasse das lieber und drehe einfach am Rädchen. Weil ich das kann. Wunderbar, sogar drei. Ich kriege auch noch Geld dazu. Das mit dem Rad ist teilweise sogar schon relativ einfach. Naja, die Übung macht's. Ein Sprung und das... Oh, hier sind die Nein, warte, stopp. Hier sind die Hüftpushen besser. Der Pi braucht euch Hüftpushen, weil die öfters draufspringen. Na, was soll's. Geht auch so. In der nächsten Runde habe ich halt zwei Hüftpushen. Wow. Ich bin aber, glaube ich, zerknittert, kann das sein? Und kann mich nicht bewegen. Nee, doch nicht. Okay, Gott sei Dank. Na gut, dann zwei Hüftpushen. Auf geht's, los. Wow. Das war ja atemberaubend. Kann man das irgendwie nicht blocken? Oder bin ich zu schlecht dafür? Egal, ich mach weiter mit dem Hüftpushen. Ja, man tötet halt quasi immer einen Geist auf einmal. Aber man kann es doch blocken, okay. Dann ist die Animation halt kürzer. Da kann man doch sicher irgendwas machen. Kann man nämlich abbrennen? Nee, okay. Das war eine blöde Idee. Hätte sein können, dass man den ganzen Stapel abbrennen kann. Oh weh, die können mich zerknittern. Das wäre echt so doof. Knittern ist doof. Naja, ich habe mir Hüftpushen, die machen das. Boah,
Boah, die haben echt viel KP. Weil man immer nur einen Schaden machen kann. Der Kampf ist mehr oder weniger doof. Das ist vor allem nicht das, was ich im Kopf hatte, was hier sein würde. Ich hatte im Kopf, dass hier, etwas anderes sein würde, sag ich mal so. Vielleicht sehen wir es in dieser Folge noch. Naja, vielleicht auch nicht, weil die Folge gleich... Ich sollte die Folge hier beenden. Das Kapitel geht noch eine Weile. Bevor ich dann die nächste Folge nach 10 Minuten beende, ja, machen wir in dieser Folge noch den Kampf hier und dann ist vorbei. Ich will ja keine Stundenfolgen haben. Das Ding wäre nebenbei schon besiegt, hätte ich das mit den Hüftpuschen richtig gemacht, aber... Ja, ich bin halt nicht so toll mit diesen Hüftpuschen. So, ich probiere mal gerade mal so einen Hochhammer aus nebenbei. Ja, die Hochhammer greifen halt mehrmals an, aber... Da kann der auch gleich Sprünge benutzen. Ich weiß gar nicht, wie oft greift so einen Sprung an? Ich glaube 5-mal. Ach, probieren wir es gerade aus, ich habe ja Zeit. Hüpp, genau 5-mal. 2 Behusten noch da und die können noch rollen. Wie auch immer die das tun. Was kann man da jetzt groß verschwenden? Naja, ein Hammer. Ich brauche keine Hammer. Oh nein, ich Idiot. Das macht ja nur ein Behu weg. Ja. Ich bin dämlich. Oh nee, oder? Ach du nee, komm. Dann benutze ich aber einen Hammer, bevor ich meine Hammer unnötigerweise verschwende. Meine Sprünge meine ich. Allman hat funktioniert, okay. Das war jetzt gerade eine blöde Idee. Ich hätte springen sollen. War eine saublöde Idee. Wir haben gleich einen Haufen Boost mehr. Wie viele eigentlich? Naja, viele halt. Sehr viele. So, und ich würde sagen, das war's auch schon wieder für heute. Ich nehme gerade auch das hier mit. Ein großes Bücherregal, wo das hinkommt, wissen wir alle ja schon. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal bei PM Mario Sticker Star. Wow, dass ich mal hier an so einer Stelle das Level beende, die Folge beende. Egal, bis zum nächsten Mal.